Hey zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Nähanleitung hier auf dem Stoffehämmers YouTube-Kanal. Mein Name ist Anni und ich darf in regelmäßigen Abständen hier für Stoffehämmers die Videonähanleitungen drehen. Und ansonsten bin ich auf meinem eigenen Kanal Handmade by Anni zu Hause. Ich freue mich total, denn heute darf ich mit euch diesen Cardigan Milo nähen. Ich nutze dafür teilweise die Nähmaschine, aber auch meine Overlock. Du kannst das Ganze natürlich auch nur auf der Nähmaschine nähen mit einem Overlock-artigen Stich. Da kannst du einfach in der Beschreibung zu deiner Nähmaschine schauen, was denn der richtige Stich ist. Denn nicht jeder hat natürlich auch eine Overlock-Maschine zu Hause. Alle Infos zum Material, das ich benutzt habe und auch weitere Ideen und Stoffkategorien und auch das Freebook findest du verlinkt unten in der Infobox. Und jetzt starten wir mit der Anleitung. Viel Spaß! Du brauchst viermal die Blenden gegengleich, einmal das Rückenteil im Stoffbruch, zweimal die Ärmel auch gegengleich zugeschnitten, zweimal das Vorderteil gegengleich, zweimal Ärmelbündchen, einmal den Saumbund im Stoffbruch und drei Knöpfe und Nähgarn in passender Farbe. Bei etwas dünneren Stoffen empfiehlt sich noch eine Einlage, wie zum Beispiel H200 oder G405. Ich verwende einen dickeren Sweatstoff, da ist das allerdings dann nicht nötig. Wir starten mit der Blende. Jeweils zwei gegengleiche Blenden rechts auf rechts legen und in der hinteren Mitte das kleine Stück am Ende der oberen Rundung auch zusammennähen und die Nahtzugaben jeweils auseinanderbügeln. Nun die Blenden rechts auf rechts legen und an den unteren und der inneren Kante zusammennähen. Auch hier anschließend die Nahtzugaben auseinanderbügeln und an den Ecken zurückschneiden. Nun kannst du die Blende auf rechts wenden. Forme die Ecken schön aus und bügel dir die Blende einmal schön. Lege dir nun die Vorderteile rechts auf rechts auf das Rückenteil und an den Schultern steckst du alles zusammen und anschließend nähst du es zusammen. Die Nahtzugabe der linken Seite faltest du nun einmal Richtung Rückenteil und steppst das Ganze knappkantig von der vorderen Seite ab. Das machst du natürlich auch auf der anderen Seite. Weiter geht's mit den Ärmeln. Die legst du jeweils rechts auf das Oberteil und achtest darauf, dass die Markierungen genau aufeinander passen. Steck das Ganze nun einmal fest. Das wird auf beiden Seiten nun einmal festgenäht. Die Nahtzugabe legst du nun auf der linken Seite Richtung Vorderteil, also nicht Richtung Ärmel, sondern Richtung Vorderteil, und steppst die Naht auch nun wieder knappkantig ab. Und so sieht das jetzt aus mit den schönen abgesteppten Nähten. Nun schließen wir die Seitennähte. Lege die Ärmel dafür auf die Hälfte und das Vorderteil rechts auf das Rückenteil und die Ärmel und Seitennähte ganz passend aufeinander und steck das Ganze fest. Und diese Nähte schließt du nun an beiden Seiten. Wenn du an diese Ecke kommst, hab keine Angst, sondern du legst dir deinen Stoff einfach ganz gerade unter den Nähfuß und nähst weiter.
Dann schnappst du dir deine Ärmelbündchen und legst diese jeweils längs auf die Hälfte und an den seitlichen Kanten nähst du sie zusammen. Also an den kurzen Seiten nähst du sie aneinander. Nun faltest du diese Ärmelbündchen im Ring auf die Hälfte aufeinander. Achte darauf, dass die rechte die schöne Seite nach außen zeigt. Das ist bei meinem Bündchen egal, weil außen wie innen gleich aussieht. Achte darauf, dass hier die Nahtzugabe einmal nach links und einmal nach rechts schaut. Markiere dir nun einmal die Hälfte und anschließend noch die Viertel mit einem Knips. Und so machst du das auch an deinem Ärmelsaum. Da ich hier Bündchen benutze und das sehr gut dehnbar ist, muss ich meinen Ärmelsaum nicht kräuseln. Solltest du aber dein Bündchen mit dem Hauptstoff machen, dann gibt es auch noch in der Anleitung eine Anleitung, wie du das Ganze kräuseln kannst. Lege dein Ärmelbündchen und Ärmelsaum nun rechts auf rechts und stecke sie an den Viertelmarkierungen aneinander. Und nun nähst du das Bündchen rundherum an. Wichtig ist hierbei, dass du das Bündchen dehnst, aber nicht den Hauptstoff. Und du dehnst das Bündchen so weit, bis es gerade liegt, von Markierung zu Markierung. Hier zeige ich dir das noch einmal genauer. Dehne das Bündchen, so dass alles gerade liegt, aber der Ärmelsaum, der Hauptstoff, ist nicht gedehnt. Lasse dir deine Fadenraupe lang genug, ziehe es durch ein Nadelöhr und vernähe deinen Faden. Dann kannst du deinen Ärmel wenden und deine Naht anschauen. Optimal wäre es, wenn die Bündchennaht und die Ärmelsaumnaht sich treffen. Nun kommen wir zum Saum. Den Saum und das Saumbündchen legst du erst in die Hälfte, markierst dir diese mit Knipsen und das Ganze machst du auch mit den Vierteln. Wunder dich beim Viertel nicht, beim Hauptteil, also bei dem Saum. Die Nähte liegen dabei nicht genau in der Viertelmarkierung. Das heißt, der Knips kommt etwas daneben. Den Saum legst du anschließend quer auf die Hälfte, rechts liegt außen, und mit den offenen Kanten steckst du das Ganze rechts auf den Saum. Und dabei passen die Viertelmarkierungen alle aufeinander. Und das Saumbündchen nähst du nun an. Bügel dir die Nahtzugabe nun auf der linken Seite nach oben und steppe diese wieder knappkantig von der schönen Seite ab. Jetzt kommen wir zur Blende. Ich nehme die Variante Blende eingeklappt. Du kannst aber, wie hier im Beispiel zu sehen, deine Blende auch mit Schrägband einfassen. Stecke die innere Blende rechts auf rechts auf das Oberteil, suche dir die hintere Mitte und die hinteren Mitten treffen dann aufeinander und die untere Bündchenkante genau in die Blendennaht. Nähe nun die eine Seite der Blende an und bügel die Nahtzugaben Richtung Blende. Pass hier auf, dass du die zweite Lage der Blende nicht aus Versehen mit einnähst. Anfang und Ende immer verriegeln. Jetzt bügel ich die Nahtzugabe einmal nach innen, also Richtung Blende.
Schiebe dir nun das untere Ende des Saumes in deine Blende hinein und steck das Ganze gut fest. Wichtig ist, dass du jetzt darauf achtest, dass die obere und untere Kante der Blende jeweils aufeinandertreffen. Das kannst du mit deinem Daumen ganz gut fühlen. Und dann nimmst du dir ganz viel Zeit, um deine Blende ganz ordentlich anzustecken. Nun nähst du die Blende einmal knappkantig an. Wenn du einen dickeren Stoff hast, dann kannst du auch gerne einen Höhenausgleich benutzen. Und nun wird die Blende noch einmal schön glatt gebügelt. Als letztes kommen die Knopflöcher. Zeichne dir zunächst die Knöpfe und Knopflöcher an. Die erste Markierung ist knapp unterhalb des Knickbereichs in der Blende. Der unterste Knopf ist ca. 2 bis 4 cm von der unteren Saumkante entfernt. Dazwischen kannst du die Knöpfe gleichmäßig verteilen und die Positionen markieren. Ich markiere mir hier auch immer noch die untere Kante vom Knopf, damit ich genau weiß, wo ich die Nähmaschine nachher ansetzen muss. Nun tauschst du dein Nähfüßchen gegen das Knopfloch-Nähfüßchen aus. Das ist ein länglicher Nähfuß, der hinten Platz für einen Knopf hat. Damit die Maschine weiß, wie groß das Knopfloch sein muss, legst du deinen Knopf hinein und du brauchst keine Angst haben, die Maschine passt das nachher genau passend an. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Ich habe hier noch so einen Hebel, den packe ich mir hinter mein Füßchen. Dann wähle ich mir auf meiner Nähmaschine mein gewünschtes Knopfloch aus. Anschließend positionierst du deinen Stoff unter der Nähmaschine, dort an der Kante, die du dir eben gezeichnet hast. Und dann musst du nur noch auf das Gaspedal drücken und den Rest macht die Maschine von ganz allein. Ich finde das ja immer wieder faszinierend. So sieht das Knopfloch fertig aus. Du nimmst dir jetzt deinen Nahttrenner oder, wie ich gemerkt habe, mein Stoff ist ein bisschen zu dick und ich habe mir eine Schere genommen, eine spitze Nähschere. Dann schneidest du innerhalb des Knopflochs. Du darfst natürlich nicht in die Naht hineinschneiden und dann ist dein Knopfloch fertig. Ich markiere mir hier jetzt noch ganz genau die Position der Knöpfe auf der anderen Seite und nähe diese dann von Hand an. Es gibt auf dem Stoffehammers-Kanal auch eine Anleitung dazu, wie du genau einen Knopf annähst. Und schwupps, sind alle Knöpfe angenäht und der Cardigan ist fertig. So, und fertig ist der Cardigan Milo. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, so einen coolen, praktischen, schönen Cardigan, den man zu Hose, Kleid, Rock, whatever kombinieren kann, dann schau gern in die Infobox. Dort findest du alle Infos. Und dann würde ich sagen, drück dir dein Schnittmuster aus, kleb's zusammen. Wasch deinen Stoff vor, das ist nämlich ganz, ganz wichtig, denn die Stoffe laufen immer noch ganz, ganz wenig ein. Und damit du nachher auch Spaß an deinem Oberteil hast und es nicht auf einmal zu klein ist, rate ich dir, die Stoffe vorzuwaschen. Und dann sind wir ganz gespannt, wie denn dein Ergebnis so aussieht. Du darfst uns gerne auf Instagram verlinken. Hier findest du den Stoffehammers Instagram-Kanal. Und falls du Fragen zu diesem Thema hast, dann darfst du sie auch gerne hier unten in den Kommentaren stellen. Und wir bemühen uns, diese Fragen ganz zeitig zu beantworten. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Nachnähen und würde sagen, hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, eure Annie.